Und hier kommen noch andere hin. Oder eventuell auch mehr davon. Wobei ich nicht glaube, dass wir wirklich mehr brauchen. Also klar könnte man so noch schneller noch mehr Ressourcen schaffen. Aber man bräuchte dementsprechend auch die Autonomous Activator. Man bräuchte dementsprechend auch die Schmelzanlagen und so weiter. Und wir haben so dermaßen viel zu tun mit den ganzen Quests. Und den ganzen Mods, die hier drin sind. Solange nebenbei ein kleiner, stetiger Strom an Ressourcen reinkommt, ist alles gut. Also jetzt gerade haben wir recht viel Mangelerscheinungen, weil gerade dieser Mod tierisch viele Ressourcen frisst. Also Applied Energistics. Aber wenn das erstmal durch ist, denke ich mal, passt das schon einigermaßen. Also ich will jetzt nicht absoluten Overkill betreiben, was Metalle angeht zum Beispiel. Andere Ressourcen müssen wir dann gucken. So, also hier wäre auf jeden Fall die Pulverizer-Anlage. Wie machen wir das jetzt mit den 7? Die Autonomous Activator müssen befüllt werden mit... Also einer zumindest muss befüllt werden mit der Ressource, die gesiebt werden soll. Allgemein soll gesiebt werden, was? Wir bräuchten auf jeden Fall einen für Dust, damit wir an Redstone kommen. Redstone ist sehr, sehr wichtig für sehr, sehr viele Mods. Wir brauchen einen auf jeden Fall für Gravel, damit wir an Emeralds und Diamonds kommen. Ebenfalls sehr wichtig für sehr, sehr viele Mods. Sand. Sand ist nicht so viel Tolles drin. Und dann theoretisch auch noch ein für Soul Sand später. Soul Sand wäre wiederum wichtig, aber wir brauchen auf jeden Fall noch sehr viele hiervon. Mit was für einem Setup wollen wir das machen? Also, wo ist die Ecke? Hier ist die Ecke. Brauchen wir Fackeln. Da. Also da ist die Ecke. Wir wollen wieder zwei Abstand und dann dahin. Gucken wir mal. So, da wäre der Sieb. Das Sieb, das Sieb. Dann hätten wir links, rechts, da und da jeweils ein Autonomous Activator. 4 Stück, also. Einer davon wird befüllt, die anderen helfen nur beim Rütteln. Und obendrauf kommt der Hopper. Der Hopper befüllt eine Kiste. Und die Kiste hat einen Importer dran, der das Ganze ins MB-System hochschickt. Also hoch, runter, wie auch immer. Aber ich denke hoch. Die Verkabelung läuft immer an der Decke lang. Und da kommen so eine Schläuche hier runter, die das Ganze dann absaugen. Das schaut gut aus, platztechnisch. Ich hau dich einfach mal dahin und dich einfach mal dahin und dann drehen wir euch. Drehen wir euch. Drehen wir euch. Drehen wir euch. So, okay. Genau. Und einen von euch befüllen wir jetzt einfach mit was auch immer. Und dann passt das. Schön. Okay, wir hätten gerne den Hopper wieder. Den hatte ich hier mal reingeschmissen. Da, Vakuumhopper. Wir hätten gerne eine stinknormale Kiste eigentlich. Ich könnte jetzt die Strongbox hinsetzen, aber dann habe ich nur bei dem einen eine Strongbox. Und das wäre dann doof. Das soll hier überall gleich aussehen. Also, Hopper. Hopper einstellen, dass er nach oben... So, weg mit dir. Dass oben der Output ist. Das da müsste oben sein. Okay. Kiste. So. Und das war's eigentlich schon. Jetzt brauchen wir nur die Kabel. Die ganzen ME-Kabel. Und das ist der Haken. Da sind wir wieder bei den Ressourcen. Jo, nix an Kabellage. Kabel. Wir hätten gerne ME-Kabel. 43 Stück haben wir. Okay. Dann hätte ich gerne einen Importer. Haben wir einen noch im System? Wobei das ein Precision ist. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Basic. Obwohl die Basic-Dinger waren so tierisch langsam, ne? Können wir nicht bauen? Nö, wir haben keine Sticky Pistons. Ja, nicht schön, nicht schön. Du kriegst erstmal oben drauf das Ding da. Und das wird so eingestellt, dass es stackweise einsaugt. Und dann müssen wir nur wieder nach oben. Für die Kabel hier. Und Exportbus genauso. Da würde auf jeden Fall ein kleiner reichen. Wie schaut es mit Glas aus? Wir haben ein bisschen Glas noch. Redstone haben wir auch noch. Quarz.
Quarz haben wir nicht mehr so viel Nita-Quarz. Das heißt, wir müssen das hier eigentlich schreddern. Die Dinger sind nicht angeschlossen. Ich brauche Lava. Bucket. Wir hatten irgendwo noch so einen Tank. Wo ganz bisschen Lava drin ist, ja. Dich befüllen wir mal kurz. Und zwar mit unserem schönen Trick hier oben. So. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Au. Warum bist du leer? Oh Mist. Weil die Dingens bummen. Ja, ich... Da werden bestimmt ein paar Leute vor der Kamera geschrien haben. Ich habe da was abgebaut, was ich nicht hätte abbauen sollen. Nämlich habe ich die Cobblestone-Versorgung für die Dinger da abgebaut. Das hätte echt nicht sein müssen. Du dahin, produziere uns bitte. Und jetzt musst du wieder hin. Dann brauchst du oben einen Ausgang, das ist richtig. Dann brauchst du Cobble, du brauchst Wasser. Du brauchst Lava. Da Lava. Lava. So, produzierst Koppel, okay. Dann hätte ich gerne hier eine ganze Reihe von Exportern eigentlich. Aber da haben wir nicht die Ressourcen für. Also müssen wir jetzt doch wieder mit Item Ducks dahin klatschen. Das finde ich nicht gut. Exporter. Da haben wir normale... Da gibt es kein Fragezeichen-Rezept hier. Was soll das denn? Export. Basic Export Bus. Was fehlt? Kabel. Ah, okay, das haben wir dabei. Tu rein. So, wir hätten gerne ein. Ernsthaft? Was brauchen wir für das Ding? Da brauchen wir die Conversion Matrix. Was brauchen wir für die Conversion Matrix? Goldchips. Goldchip haben wir zumindest einen. Es fehlt Fluix Dust und dafür fehlt, ja, Certus Quarz Dust. 20. Okay. Basic Export Bus. Du. 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Oh, sehr gut. Dann davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück erstmal. Basic Exporter. Haha. Sehr gut. So, 7 Stück haben wir davon. Ich hätte gerne einen Kobbel. Danke. Aber wir müssen den Exportern ja auch sagen, was sie exportieren sollen. In dem Fall hier Kobbel. Das heißt, hier kommt ein Importer hin. Den wir noch nicht haben. Hier kommen Exporter hin. So. Und das Ganze müssen wir irgendwie im E-System anschließen. Kabel. Ich brauche einen Importer. Da brauchen wir Sticky Pistons für. Warum bist du da reingegangen? Achso. Importer. Sticky Pisten. Sticky Pisten. Oh, und ganz normale Pistons hätte ich gerne mal. Genau. Davon stellst du mir bitte erstmal 6 Stück her. So. Importer. Es fehlt wieder der schwarze Block. Dafür fehlt wieder die Conversion Matrix. Boah. Und es fehlt Eisen. Nein! Okay, Eisen, das kriegen wir hin. Aber ihr merkt schon, wie ressourcenlastig und wie viel Friemelarbeit das Ganze ist. Aber es lohnt sich halt tierisch, wenn man es später ausgebaut hat. So, ein Block Eisen. Ich hätte gerne wirklich viel Eisen. Ah doch, da ist noch Eisen. Da ist noch Eisen. Das war's. So. Alles einschmelzen, bitte. Ein Block Eisen. 9 Stück. Alles mau. So, und hier sortieren wir schon mal aus, was alles in das System reinkommt. Was eigentlich alles wäre. Ah, Quarzdust, sehr schön.
Du bleibst mal hier. Dahin. Chunk hält immer noch beständig, das ist sehr gut. Was wahrscheinlich auch mit ein Grund ist, warum oben die Schmelze nicht genug Lava hat, weil das Ding hier alles nach und nach abgesaugt hat. Rein, 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 rein. So, okay. Wir hätten jetzt gerne Importer. Importer. Dafür brauchen wir den schwarzen Block. Dafür brauchen wir die Conversion Matrix. Bam. Eins, zwei, zwei Stück. Die da. Ich will doch nur Eisen. Und warte mal, wir können schon mal. Ja, da. Du bist ein Platzhalter, du wirst später ein Importer. Und das hier ist eigentlich doof, weil hier soll eine Wand hin. Später. Ich kann jetzt nicht immer so arbeiten, dass es gut aussieht. Wenn ich das mache, dann komme ich zu gar nichts. Warum kannst du da kein Dingens hinsetzen? Oh, au. Ja, schön. Wir haben jetzt ein Kabel nach oben gemacht. Jump, jump. Jump. Ich mag die Ducts absolut nicht. Die lassen einen nirgendwo raufspringen, weil sie halt nicht so hoch sind, wie sie sein sollten. So, da drauf. Da verbunden. Okay, alles gut. Dahin. Dahin. Folge den Gabeln. Darauf. Da. Ich werde mich jetzt nicht auf einen Dank stellen. Gib mir eins, der Gobbel, du Maschine, du. Nee, du kannst gar nichts dafür. Die Item Ducks sind schuld. Weil das irgendwelche Halbblöcke sind, die keine Halbblöcke sind und nicht springbar und was weiß ich. So, da kommen sie. Und die Kabel werden hinten und vorne nicht reichen, um das zu machen, was ich gerne hätte. So, von da aus gehst du bitte nach Süden. Es ist gar nicht Süden, das ist Westen. Gehst nach Westen. Weiter. Und dann musst du dich da hinten irgendwo anschließen. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Kabel. Dafür haben wir wieder nicht genug. Was fehlt da? Ich drücke immer das falsche Ding. Cable. Du. Dafür fehlt uns Fluxdust. Fluxdust. Dafür fehlt uns Nether Quartz Dust. Und dafür hätten wir die ganze Chose hier gemacht. Wobei ich den Quarz wieder einsortiert habe. Das ist genau du. Gib mir ein Stack davon. Dann hätte ich gerne die hier und ich würde gerne die von Hand befüllen mit Lava. Lava, Lava. Und du arbeitest jetzt mal was, was du eigentlich gar nicht machen sollst, nämlich das da. Füll, füll, füll. Ah, bist voll, okay. Jo, dann macht das eine Weile, das füllen wir da rein. Quarz, Dust für Gabel. Sehr schön, das könnte schon fast reichen. Weil wir immer nur ein Anteil brauchen. Also es sind vier verschiedene Dust-Sorten. Ja, und es werden immer mehr. 12. Nee, es wird nicht reichen für ein Kabel. Also für viele Kabel. Flux-Dust. Da, gib ihm. Das war das Falsche. Was, 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 was hier? Quarz. So, habe ich schon gemacht. Cable. Das waren ein paar Kabel. Wir haben kein Glas mehr. Okay, das ist kein Problem. Sand müssten wir im System haben. Ein, zwei Stacks. Und ich könnte schwören, dass der Gerubon in der Vergangenheit regelmäßig Sand in die Öfen geschmissen hat. Das heißt, mit etwas Glück holen wir sie gleich zwei Stacks raus. Das ist kein Glas. Das ist kein Glas. Das ist kein Glas. Das ist ein Cobblestone.
So kein Glas. Was zur Hölle? Ja, gut. Du dahin, du dahin, du da, du da. Und wir haben keine Kohle. Das stimmt so nicht ganz. Nehmen wir halt die gute Kohle. So. Hier haben wir noch zwei frei. Da könnten wir Holz reinhauen, aber nee. Das Ding arbeitet nicht. Was nicht wirklich schlimm ist, aber ich frage mich nur, warum nicht? Du hast Lava.